Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. So, da bin ich wieder. Zack. So, na dann. Gefängnisebene 3. Was kann schon schief gehen? For what is a gentleman? If not an effort to master the chaos that sweeps our world. An attempt to control death itself, if necessary. Petri, danke schön für das Geschenk-Abo an Skeksis. Skeksis, willkommen in der illustren Runde. Einmal mehr und viel Spaß mit den E-Mails. I am overburdened. Ein seltener Dreizack. Ja, sorry, der muss mit. Zack. Ich habe noch gesehen, dass Gatsby schrieb. Ich habe aktuell keine Gentsy Emotes. Good to see you. Und irgendwie wusste ich, dass das passiert. Man kennt doch seine Pappenheimer so ein bisschen. 9 bis 17. Und 7 Blitzschaden. Und 7 Giftschaden. Gott. Wie berechnet sich das jetzt? Wir probieren das einfach aus. Ne, nicht ansatzweise. Minimalschaden steigt, aber ohne Ende. Maximalschaden sinkt dafür. Dafür nur langsame Angriffsgeschwindigkeit. Ja, einfach nur, weil ich von der Badicke runter will. Gucken. Hallo. Sein Angebot ist echt bescheiden geworden. Seit ich gesagt habe, wir müssen da öfter mal reingucken, hat er nur noch Unsinn. Ne. Ne. Und wieder runter. Und ich stelle gerade fest, wir müssen Sufi und die Ranke noch wiederholen. So, nehmen wir die Armbrust wieder mit. Dann geht's weiter. Die Fenster. Unsere Jägerin gerade ein Level up, das ist auch immer sehr nett. Oh, Kisten. Was? Was? Skelett. Einfach alles kaputt treten. Ich bin ein Druide mit den magischen Fähigkeiten, die Natur zu meinen Gunsten zu verändern und überhaupt meinem Willen zu unterwerfen. Deswegen bin ich gekommen, um alles einfach kaputt zu treten. Die Gespenster sehen mega aus. Ja, oder? Ich find's auch großartig. Ich finde es vor allen Dingen auch schön, dass die verschlossene Truhe leer war. Hm.
Und ich meine, das Gefängnis war immer schon relativ vollgestellt. Deswegen fällt es hier mit der neuen Detailtiefe nicht so auf. Aber auch hier ist es wieder so, dass du so viele kleine neue Sachen hast, die überall rumfliegen. Einfach die Welt so viel voller macht und glaubwürdiger, finde ich. Finde ich super gut. Wollen jetzt nur wirklich nicht. Sehen wir schon, hier geht es dann hoch zum inneren Kloster, aber wir sind hier noch nicht fertig. Ach, dann guckt euch mal die Wand an. Einfach nur so ein Blutspritzer. Und es schafft auch atmosphärisch einfach nochmal ein anderes Szenario. Unabhängig davon, ob es das wirklich ist, finde ich, es wirkt viel bedrohlicher hier drin. Müde, um neue Emoji-Kombinationen zu suchen. Das ist nicht schlimm. Es ist ja auch schon spät. Dummer. Champions noch einmal. Ja. Ja, so beeindruckend fand ich die jetzt nicht. Nicht so gut. Stelldorn der Säger. Ja. Ist halt total blöd, wenn so ein stählerner Dorn an dir sägt. Verstehe ich schon. Das ist ein sehr beeindruckender Kampfname. Ich war bestimmt der Chef hier der ganzen Bande. Und wir haben ein seltenes Dolchmesser gefunden. In irgendeiner Welt ergibt es auch bestimmt total Sinn, dass es seltene Dolchmesser gibt in diesem Spiel. Was wäre passiert, wenn man sie rausgenommen hätte? Es hätte einen Aufschrei in der Community gegeben. Nein! Nicht die seltenen Dolchmesser! Die brauchen wir doch. Für unseren Late-Game-Build. Wobei ich an der Stelle sagen muss, dass ich tatsächlich mal eine nicht unerhebliche Anzahl an Stufen mit einem Paladin rumgelaufen bin
mit einem Dolch in der Hand und einem Schild, weil ich einen Dolch gefunden habe, der einfach so OP verzaubert war, dass an dessen Schaden lange Zeit nichts rankam. Klingt komisch. Ist aber so. Und ein seltener Speer. Na, jetzt geht's ja rund hier. Der ist nur leider sehr, sehr traurig. Aber hey. Habe ich auch mal die Handschuhe ausgetauscht. So, dann müssten wir jetzt durch sein, ne? Hier geht's gar nicht weiter. Ja, sieht gut aus. Dann auf zum inneren Kloster. Auf den Schrein nehmen wir nochmal mit. Den gibt es ja für umsonst. Bei Elixir habe ich gerade nicht. Dann laufen wir die letzten Meter jetzt so. Und hier geht's hoch. Dachschen. Jemand zu Hause, Schätzelein? Was heißt hier Hallo Sack? So wird man hier begrüßt, ja? Mit Hallo Sack. Unerhört. Inneres Kloster. Rote Jägerin. Nichts mehr. Die Kathedrale. Hallo. Nicht Wuffi! Ihr dürft Wuffi nicht töten! Für einen Greifer der Grimmige! Lass Wuffi in Ruhe! Nein, Wuffi ist tot! Eine goldene große Axt? Was ist denn jetzt kaputt, Spiel? Ja, ich muss es wissen. Stay a while and listen. Ich weiß nicht. So, 10 bis 23, sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Friert das Ziel ein. Kältewiderstand. Die Axt von Fechmar. Ist leider nicht ganz so geil. Die Angriffsgeschwindigkeit ist deutlich höher. Da könnte man sich jetzt drüber unterhalten. Ja, die Angriffsgeschwindigkeit gewinnt. Oh, damit ist der Dreizack wieder raus. So schnell kann es gehen. Ich stehe so in meiner Schmiede und plötzlich kommt da wer an und tauscht alle zwei Sekunden seine Waffe. Leute, gib es. Ja, ja, ja. Das ist, weißt du, das ist so wie bei Tunern, die immer so das Neueste vom Neuesten in ihrem Fahrzeug haben müssen. So ist es bei mir auch so. Ich komme dann regelmäßig ins Fachgeschäft und frage so, und was habt ihr Neues? Oh, wir haben jetzt so eine
so gerade neu im Angebot. So eine einzigartige große Axt. So. Hier mit Kältewiderstand und erhöhtem Schaden und Ziel einfrieren und die leuchtet im Dunkeln. Oh, die leuchtet im Dunkeln. Das ist so wie Unterbodenbeleuchtung an meinem Porsche. So, oh, geil. So, hier sind wir da durch. Achso. Wir brauchen noch Wuffi. Ohne Wuffi gehen wir Druffi. Ich sag's euch. Stell dir den Horror der wachenden Skyrim vor, die da vor einem Gefangenen stehen, der eventuell stundenlang vor sich hin morpht, bis er entschieden hat, was er eigentlich ist. Das war Knochenasche. Knochenasche steht hier immer. Der hat einen relativ bösen Kälteschaden. Aber ehrlich gesagt, Angriffsgeschwindigkeit wird eine relativ relevante Geschichte für uns. Weil wenn ich mir das in Wolfsgeschalt so angucke, das heißt gucken kann man nicht sagen, eher so vom Spielgefühl, dann muss ich schon ganz klar sagen, fühlt sich das mit schneller Angriffsgeschwindigkeit oder sogar sehr schneller Angriffsgeschwindigkeit irgendwie deutlich sinnvoller an. So, wir nähern uns dem Ende von Akt 1. Oh, irgendwie haben wir Wuffi wieder verloren. Ein freaking Werwolf hier drin. Hast du erwartet. Und ein Haufen Dämonen. Drüben lang. Und auch der Schamane kriegt eine geklatscht. So, was ist hier drüben drin? Champion besiegelte. Ja, ich bin mit der Axt sehr zufrieden. Das fühlt sich in Wolfsgestalt richtig gut an. Das hat schon wieder komische Assoziationen. Ja, ich habe die Anspielung verstanden und ja, sie war witzig. Gesundheit! War ein Gesundheitsschrein, ne? Habt ihr gemerkt? Das muss so laut. Das hilft sonst nicht. Und die kleine Michi ist da. Hey ho. Schön, dass du reinschaust zu so später Stunde. Huch. So.
gut? Hier ist jemand zu Hause. Aber ich sehe, es hat jemand Arbeit auf seinem Schreibtisch hinterlassen. Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt euren Arbeitsplatz ordentlich hinterlassen, bevor ihr ins Wochenende geht? Jetzt komme ich am Wochenende kurz ins Büro und was sehe ich? Das ist doch bis Montag richtig ranzig, Leute. Ist doch ekelig. Also wirklich. Hallo? Rattenmann. Ich erinnere mich, es gab hier diese kleinen Viecher schon mal. Gott, was habe ich die nicht gebraucht in meinem Leben? Alles muss man selbst machen. Ja, ist echt so. Den Namen habe ich nicht gesehen. So schnell war der tot. Gelesen habe ich noch Dennis Auge und ich bin mir relativ sicher, dass der nicht Dennis hieß. Das würde mich sehr überraschen, wenn ich ehrlich bin. So. Hier geht's dann runter. Das machen wir dann später. Gibt's auf TikTok so lustige Videos vom Prinzip, man hat sich impfen lassen, bekommt schwarze Augen, regt sich auf, bekommt mit, dass ein Impala vorfährt. Ich verstehe. Ich verstehe. Rostbesuchung der Besuchte. Unerhört. Der stand so ein bisschen alleine da. Da ist noch ein Schamane. Ja, den müssen wir auch noch klein machen. Zack. Den haben wir nicht nur klein gemacht, da haben wir sogar seinen Aggregatzustand geändert. Habt ihr gemerkt, ne? So. So. Ich bin Ring, Stärke, besserer magischer Gegenstand. Alle Widerstände plus 3. Danke für nichts, Spiel. Mal gucken. Oh, Ausdauer-Index hier. Das nehme ich mal mit. Irgendwie regt diesen Namen aber schon ein bisschen erst Gedanken an. Rost der Besudelte, eindeutig ein Goblin, der die Eigenschaften des Rostmonsters besitzt. Ja, wer weiß. Ich vermute, da hat sich irgendjemand mal schlaue Dinge ausgedacht. Es klingt ja trotzdem völlig Banane. So, ne? Während meine Kumpels kämpfen, gehe ich schon mal looten. So macht man das. Es wird hier sicherlich nochmal angestellt. So kleine Details, ne? Diese Alkoven mit den umgeworfenen Bänken, wo überall Bücher drauf standen, Blutflecken. Das ist wunderschön. Das gab es halt in der Detailtiefe natürlich im Classic-Spiel alles nicht. Aber es bringt einfach so unglaublich viel mehr Atmosphäre rein. Ist wirklich wunderschön. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ich meine, ja, es ist kein neues Spiel, ne? Soweit klar. Ich finde es für das, was es ist,
nämlich einfach nur einen Remaster, eben durchaus teuer. Das verstehe ich auch, dass das ein Kritikpunkt ist. Aber schön gemacht ist es trotzdem. Lasst mich. Bomben, Ebene 2. Gesundheit! Und da frage ich mich dann immer, wer kam auf die Idee zu sagen, dieser schwache Mana-Trank, der ist so wertvoll, den müssen wir hier in dieser Kiste einschließen. Blizzard hat gesagt, dass sie lernfähig sind. Ich sage Warcraft 3 refunded. Ich muss zugeben, ich habe mich ja mit dem Warcraft 3 Ding nicht auseinandergesetzt. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich habe nur gehört, dass es offensichtlich richtig daneben war. Hab mich damit aber auch nicht näher auseinandergesetzt, der Fairness halber. Haben halt viel versprochen, so gut wie gar nichts davon gehalten. Ja, verstehe, das ist natürlich bitter. Brauch alles nicht. Weg, das darüber. Und ab in die Katakomben. Da sind wir wieder. Können wir den Dornenschild mitnehmen. Gehen wir mal hier raus. Das war einfach. Dann gehen wir mal hier raus. Oh! Spinni! Jetzt von dem Luftzug meiner Axt umgefallen. Calligation, hey ho, schön, dass du dabei bist. Warcraft 3 sei nur gesagt, sie haben es geschafft, das Spiel mit weniger Inhalten zu hinterlassen, als es vorher hatte. Okay, wie geht denn das? Stichwort Letter, die ist, soweit ich weiß, immer noch nicht im Spiel drin. Okay, faszinierend. Das klingt nach irgendwie viel gewollt und es dann aber nicht umsetzen können. Wir haben viel mehr geplant, aber Activision hat Gelder gestrichen und Personal abgezogen, mussten dann auch viel streichen. Aha. Das klingt fast eher nach einem Publisher-Problem als nach einem Developer-Problem. Das ist so ein bisschen ja das, was Cyberpunk auch hatte, ne? Dass CD Projekt Red gerne dann noch irgendwie ein halbes Jahr dran rumgemacht hätte und alles wäre schick gewesen. Aber dass der Publisher gesagt hat, nee, das geht jetzt bitte raus.